Manchmal wünsche ich mir, ich hätte doch einen Sandbox angefangen. Aber ich glaube, dann würde man die Tiere vor lauter Gebüsch nicht mehr sehen. Ne, das Ding hatte ich ja eben schon. Da kommen hier noch ein paar Dinger hin. Sollte hier eigentlich noch passen. Ich glaube, ich bin zufrieden. Erst einmal. Blüchen. Tada! Es ist echt nicht perfekt, aber... okay, was wieder aufkommt. ich weiß gar nicht, abends... Montag, glaube ich, zuletzt. Mein Montag. Ist aber eine gute Frage. Oder er drückt sich, weil er kein Phasmus spielen möchte. Das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Ja. Wahrscheinlich war es das letzte Mal, dass wir was von ihm gehört haben. Nee, ich weiß echt nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nie wieder Kaya. Kaya ist da so eine Sache für sich. Das hat keinen Sinn. Aber hier könnt ich... Sachen hinstellen. Nee. So. Ziel erreicht. Vielleicht. Danach ist er, glaube ich, aufgegangen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber kann durchaus möglich sein, dass er da dann aufgegangen ist. Und man sah ihn nie wieder. So. Dann Licht. Der lebte glücklich so ganz ohne Phasmo bis ans Ende seiner Tage. Wahrscheinlich, ja. Er hat Phasmo, glaube ich, oft nur, weil ich es ihm geschenkt habe. Meine ich. Ich glaube, er selbst hätte sich das gar nicht gekauft.
weiß nur, dass ich dafür Mecker von ihm gekriegt habe. Aber es war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich teuer. Ja. Ich weiß nur, als ich das erste und letzte Mal mit ihm Phasmo gespielt habe, kaum war ich tot, hat er das Spiel ausgemacht. Und hat sich eingeschissen quasi. Also ich weiß nicht, wie gut die Chance steht, dass er jemals Phasmo spielt. Also, so. Ist es Bude. Ich glaube, so Kai und deine Eltern das kleine Iron Lotro spielt. Ja, ich glaube, du bist da ganz gut. Ganz gut davongekommen. Ich muss das eine Ding da noch rausmachen. Das sieht echt mega gut aus, ne? Weißt du das? Weißt du, dann gucke ich mir mein Purzelding da an. Das sieht echt richtig gut aus. Und ich gucke, weißt du, und ich bin auch stolz auf mein kleines Dingelchen hier. Wo sind eigentlich meine... Wo sind eigentlich meine Erdmännchen? Süß. Aber das Witzige ist, da ist ein Mappa. Warum sitzt ihr eigentlich nur in dem Ding da drin? Ha, muss ich mir jetzt meckern. Ganz ehrlich, er mit diesem Staubkack-Ding da, der bräuchte da eigentlich nur einmal an die Erdmännchen rangehen und dann wäre das Ding einmal eingesogen. Ich bin so süß. Ja. Oh. Ja, wirklich niedlich. Im Tierpark hatte ich schon lange vor dem Gehege stehen. Ja, bei uns ist das etwas blöd gemacht. Wir haben bei uns ja noch so eine Sambesi-Fahrt im Zoo. Und wenn man dann quasi dem Gehege will, steht man auch meistens schon direkt in der Schlange für diese Boote. Das ist recht blöd gemacht, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob sie das schon geändert haben oder nicht. Mache ich gleich, Luna. Ich stehe auch gleich auf. Ding ist es cool, aber wir reingesaugt. Wie viele haben es denn im Staubsauger? Jetzt sind auch nur das Geräusch. Oh. Na komm, während ich meine Kniebeugen mache, gucken wir mal beim Sitzen zu. Wie, hier ist ein Blatt? Ich werd alt!
Darf ich das nächste Erdmännchen werden? Klar! Du wirst dann wahrscheinlich das Baby von Mappa und. Wie hieß der andere da nochmal? Weiß es nicht. Noch mehr Gesellschaft. Dazu müsstet ihr erstmal Kinder machen. Ihr wollt aber nicht. Es kommt einfach kein Nachwuchs. Jetzt habe ich schon 3 Kinder. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. So. Das mache ich hier. Natur. So, warte mal, was habe ich denn bei Bauplänen noch? Ja, wir sind endlich Geschwister. So. Sehr schön. Apropos, habe ich eigentlich was zum Erforschen? Ja, hier nicht. Da habe ich alles. Ja, die Erdmännchen. Hier muss ich nur erforschen. Ich möchte ein Wolf werden, dann ins Erdmännchen-Gehege geworfen werden. Oh. Das ist einfach, was ich tatsächlich im Planet Zoo noch nie gemacht habe. Ein Raubtier in ein Pflanzenfresser-Gehege werfen. Habe ich noch nie gemacht. Ja, war ein Versuch wert. Ja, Versuch wert, aber nicht bei den Erdmännchen. So lange machen, bis es. Nee. Schade. Stell dir einfach großen Bomben vor. Amplify. Saints in the
Schmeiß sie bei den Blättern rein. Das stelle ich mir aber auch witzig vor. Gibt bestimmt auch das ein oder andere Tier, was sich darüber freuen würde. Das ist ein vegetarischer Wolf. Der arme Wolf. Ich mag diese Ecken einfach nicht. Also da kann ich die Dinge auch einfach wegpacken, wenn ich das sowieso nicht verstecken kann. Was ist denn jetzt? Hm. Sieht einfach so natürlich aus, aber passt. So, jetzt muss ich einmal kurz Musik ändern. Ja. Den Löwen damit groß bekommen. Warum kein Wolf? Eine sehr gute Frage. Jetzt sind wir da jetzt noch an. Nein. Das Ding ist irgendwie hässlich. Wie mein Kehrspind, der räumt seine Ecke auf. Oje, dann würde ich mir aber Gedanken machen. Dann würde ich mir... Dann stimmt irgendwas nicht. Den Kerl freiwillig aufräumen? Dann ist immer irgendwas im Busch. Der Urlaub ist bis nächste Woche Freitag. Der Urlaub ist Kolas ist da. Ach ja. Schön.
Oh, ich habe keinen Bock, gleich mit dem Hund Gassi zu gehen. Manchmal wünschte ich mir echt, der Hund könnte mit sich selber Gassi gehen. Ich habe keinen Bock. Warum sind Hunde so unselbstständig? Ich glaube, bei der Karte nimmt sich mich als Wurfgeschoss. Einer hat zu viel Fell, der geht auf die Fußball. Der ist zu schwer für mich. Ich könnte dir ein paar Steine geben. Steine haben wir hier mehr als genug. Und der Steinbaum. Mit der Einlecker bin ich zumindest mal zufrieden. Babusi. Mappa hat den Nachwuchs. Oh. Babusi. Markies. Okay, warte mal. Luna. Ja, das ist kein Problem. Einfach Tür auf und den Hund rauslassen. Wenn ihm beigebracht hat, wenn dieselbe Ecke zu machen, muss man die Hofe nicht mehr suchen. Ja, das klappt doch nicht ganz so. Das klappt leider noch nicht ganz so. Ich könnte es zwar rauslassen, aber dann pöbelt sie wieder alles an, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Finde die Nachbarn nicht besonders schön. Zeig günstig. Stimmt, ich wollte hier drin den Rasen noch machen. Muss ich ja noch wegmachen. So. Perfekt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Eine Erdmännchenschwangerschaft geht halt sehr schnell. War noch zu günstig. Und 600. Boah. Da töten sie mich. Ich will eigentlich die 6 haben, danke. Ich bin mal kurz Futter holen, um den Nachwuchs zu füttern. Ich warte ja schon auf den nächsten Wurf. So. Dann ist mal die Frage, was wird unser zweites Tier? Was wird unser zweites Tier? Bei Drilling muss ich mich stärken. Ja. Aber hat es ja Gott sei Dank nicht so eine schwere Geburt. Schildkröten, die brauchen nicht viel. Das stimmt. Die sind damit wenig zufrieden. Stimmt, bei den Schildkröten könnte man auch ein begehbares Gehege machen. Bekommt viel Nachwuchs, kann man gut verkaufen. Da vergesse ich immer, den Nachwuchs zu verkaufen.
Am Ende steht meistens das Gehege vor Inzucht. Es macht den Viechern Spaß. Ich weiß nur nicht warum. Flamingos. Okay, dann Flamingos. Ich habe alle DLCs. Habe alle. Warte mal. Was die Flamingos. Dann werden die Präriehunde doch was. Der können wir jetzt als drittes hier dann machen. Ich glaube, der Flamingo passt mir gerade auch ganz gut. Na? Ja, die brauchen kein großes Gehege. Flamingos. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht irgendwas anderes sage. Das. Ja, nein, ich hätte gern den rosa Flamingo. Die Dödelvögel. Mir wurscht, Erdmännchen da, mehr brauche ich nicht. Okay. So, warte mal. Nee, da mache ich das noch nicht hin. Hier ist so eine kleine Essensmeile dann. Kann man sich dann auch hinsetzen. Da eigentlich noch eins hin. Ja, aber warte mal. Nein.